Wir beobachten, dass es in immer mehr Betrieben Arbeitnehmer gibt, die dieselbe Arbeit am selben Arbeitsplatz machen, aber nicht den gleichen Lohn und die gleichen Rechte bekommen. Schlimmer noch, Grundrechte werden ihnen verweigert und sie müssen unter unwürdigen Bedingungen leben und arbeiten. Wenn rumänische Frauen in Schlachtereien hier in Anderlecht ohne Vertrag arbeiten, ohne Mindestlohn, ohne richtige Pausen, ohne Krankenversicherung, wenn rumänische Arbeitnehmer bei einem dänischen transnationalen Unternehmen der Fleischindustrie in Deutschland für 5 Euro 14 Stunden pro Stunde 14 Stunden lang arbeiten müssen, wenn rumänische Unternehmer in einem holländischen Fleischunternehmen in Deutschland auf einem ehemaligen Militärgelände untergebracht sind, hinter Stacheldraht, in Gebäuden und Räumen, wo sich 8 Arbeitnehmer 4 Betten im Schichtbetrieb teilen müssen, Kolleginnen und Kollegen, dann ist das tiefes Mittelalter. Dann ist das eine Schande für die Europäische Union. Wir können nicht auf der einen Seite Vorschriften zum Wohl des Tierschutzes gegen Käfighaltung verabschieden, was wir begrüßen, aber andererseits Käfighaltung auf europäischen Arbeitsmarkt zulassen und dulden. Allen diesen Arbeitnehmern ist gemeinsam, dass sie entsandte Arbeitnehmer sind. Sie schuften für transnationale Unternehmen in Westeuropa, in Holland, in Deutschland, in Dänemark, in Frankreich, überall. Aber sie sind bei Briefkastenunternehmen beschäftigt mit rumänischen Verträgen. Das Problem ist nicht nur, dass die Entsenderichtlinie nicht richtig umgesetzt wird. Das Problem ist die Entsendung selbst, weil sie nicht sicherstellt, dass überall soziale Mindeststandards eingehalten werden und weil sie Diskriminierung und unfairen Wettbewerb legalisiert. Entsendung in dieser Form ist eine Lizenz zum sozialen Dumping. Wir brauchen unsere Kolleginnen und Kollegen aus Polen, aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Ungarn. Aber wir kämpfen mit ihnen gemeinsam gegen Arbeitgeber, die sie missbrauchen und ausbeuten. Bei gleicher Arbeit muss der gleiche Lohn bezahlt werden am gleichen Arbeitsplatz. Und wo jemand arbeitet, ist entscheidend. Wo jemand arbeitet, ist entscheidend. Nicht, woher er kommt oder ob er Mann oder Frau ist, ob er schwarz oder weiß ist, ob er Pole oder Belgier oder Deutscher. Herzlichen Dank.